Liebe Freunde und Wohltäter unseres Klosters, heute melde ich mich einmal wieder aus unserem Kelier des heiligen Bartholomäus, unserer Kapelle. Heute am 26. Oktober, an welchem Tag wir den heiligen Demetrius, den Mirrenfließenden von Thessaloniki, feiern. Daher Chronia Pola auf viele Jahre allen, die heute ihren Namenstag haben. Zugleich aber feiern wir heute zum ersten Mal in unserem Kloster das Fest, die Synaxie, das gemeinsame Fest aller Neumärtyrer Österreichs und der Habsburger Lande. Zu diesen möchte ich heute etwas erzählen, denn diese sind wohl relativ bis gar nicht bekannt. Vorweg aber sollte gesagt werden, dass natürlich das, was ich jetzt geschichtlich, historisch erzähle, nicht die Generationen der Österreicher danach betrifft. Es geht also nicht darum, irgendwelchen Völkern Schuld zuzuweisen oder sie an den Pranger zu stellen. Aber auf der anderen Seite ist es notwendig, dass wir unsere Heiligen auch aus dem Verlies der Vergessenheit hervorholen, um sie uns Orthodoxen wieder als große Vorbilder und Fürsprecher vor Augen zu stellen. Nun, wie ich gesagt habe, diese Heiligen sind zwar alle verherrlicht, aber doch nicht hier in unserem Sprachraum in Österreich und vielen anderen orthodoxen Ländern bekannt geworden. Und doch spielen sie eine große Rolle in der Geschichte der Orthodoxie der Habsburger Lande. Die erste Gruppe, um die es geht, ist die größere Gruppe. Es sind jene aus der Zeit der Kaiserin Maria Theresia. In jener Zeit hat man versucht, im heutigen Teilen Rumäniens und anderen Teilen der orthodoxen Länder, die zu Habsburg gehört haben, die Union, das heißt jene Richtung der römischen Kirche, durchzusetzen, die zwar orthodox waren, dann aber aus vielfältigen Gründen und sich unter den Papst stellten, ihre äußeren Riten beibehielten, aber eben unter den Papst gingen und somit auch die Lehren Roms annahmen. Diese Gruppe war damals nicht unbedingt sehr groß, aber Habsburg hat versucht, einfach aus dem Grund, ein Herrscher, ein Land, ein Glaube, diese Unierten zu forcieren, immer größer werden zu lassen und unterdrückte daher in ganz erheblichem Maße die orthodoxen Gemeinden. Daraufhin meldeten sich einige beim kaiserlichen Hof in Wien an, um dagegen Protest einzulegen und um die Freiheit der Orthodoxie in diesen Ländern zu kämpfen. Dankeschön war, dass man sie zum Teil direkt, zum Teil erst nach einer Verbannung nach Kufstein brachte, in die dortige Festung, die bis heute existiert, und in die finstersten Verliese sperrte, wo sie dann vergessen wurden und daher bis heute noch nicht einmal ihr Tod oder dergleichen verzeichnet ist und wir eben nur von Insassen des Gefängnisses selbst noch etwas, zum Beispiel etwa über das Schicksal von Obrea, einem Bauern, der nach Wien ging, wissen. Die Witwe nach über 25 Jahren hat einen Brief an das Kaiserhaus geschrieben, in welchem sie darum bat, etwas zu erfahren über ihren Mann. Und nachdem das Kaiserhaus, also die Verwaltung, sich in Kufstein erkundigt hatte, musste man erfahren, dass sogar in Kufstein niemand etwas über diesen Mann mehr wusste, obwohl wenige Jahre vorher noch ein Gefängnisinsasse über dessen Lebenszeichen schrieb. Das heißt, diese Heiligen, sie wurden dem Vergessen anheimgegeben. Bis heute wissen wir auch nicht, ob sie bestattet wurden, wo sie bestattet wurden, nichts dergleichen. Eine andere Gruppe, neben diesem Obrea, Visari und Sophronie, Johann und Moses, war jene Gruppe des heiligen Athanasius. Hier auf der Ikone sind 4 dargestellt, in Wirklichkeit waren es 14. Es waren Militaristen, also waren Militärangehörige, die beim Zoll beschäftigt waren. Der heilige Athanasius selbst war schon 104 Jahre alt und er hatte mit einer Delegation in Wien, wiederum in den gleichen Jahren geworben, dass sie als Soldaten ihre Orthodoxie leben dürfen.
Das hatte man ihnen sogar zugesichert, und als es dann zur Vereidigung der neuen Rekruten kam, da kommt plötzlich ein römischer Bischof, um diesen Eid abzulegen oder ablegen zu lassen, ihn zu segnen. Darauf der heilige Athanasius und all diese orthodoxen Soldaten, sie legten ihr Veto ein und sagten, nein, wir haben das Recht, bei einem unserer Priester den Eid abzuleiten. Er nahm den katholischen Bischof und führte ihn von diesem Militärfeld weg. Zum Dank dazu wurde der heilige Athanasius, wir sehen hier, mit einem Rad gerädert, während die anderen Gefährten, die drei, die hier noch zu sehen sind, also Vasilius, Gregorius und Vasilius, mit 10 anderen, deren Namen nicht bekannt sind oder die nicht geschrieben wurden, gehängt wurden. Sie wurden dann geteilt, also ihre Leiber wurden zerschnitten und wurden dann an Weggabelungen zur Mahnung an alle Orthodoxen ausgelegt. Wir machen einen Schritt um 200 Jahre und mehr zum heiligen Maxim, dessen heiliger Leib heute in Polen liegt, im südlichen Polen. Er war Rusine, also Ruthene, und geboren oder getauft als unierter Gläubiger. Später wurde er Mönch in einem unierten Kloster, aber hat für sich erfahren und gespürt, dass es nicht sein Weg ist, und er wurde orthodoxer Gläubiger, ging in ein orthodoxes Kloster. Dort sah ihn ein Erzbischof, Antonius, und der sagte, dieser Mann solle nicht Mönch werden, sondern er solle eben verheirateter Priester werden, um dann eben in seine Heimat zurückzukehren, um für die Orthodoxie zu arbeiten. So gedacht, so befohlen, so getan, der heilige Maxim heiratete, ging in seine Heimat zurück, junger Priester, voller Elan, viele Gläubigen glaubten ihm, sie kehrten zurück zur Orthodoxie. Er wurde dann schon sehr bald von den staatlichen Stellen vor Gericht gestellt, wurde wieder freigelassen, 1914, er war damals so 28 Jahre alt, am Anbruch des Ersten Weltkriegs wurde er sofort mit seiner schwangeren Frau und seinem Vater eingesperrt, vor den Augen seiner Frau und seines Vaters erschossen, und seine letzten Worte waren, es lebe die Orthodoxie. Nach dem Krieg hat der Vater versucht, seinen Leib zu bergen, es gelang ihm und er wollte ihn im Heimatdorf auf dem Friedhof beisetzen. Der unierte Priester, der dort lebte und arbeitete, verweigerte ein offizielles Begräbnis, das sollte nicht stattfinden, und so musste der Vater ihn heimlich auf dem dortigen Friedhof selbst begraben. In der Zwischenzeit sind alle diese Heiligen bereits verherrlicht. Sie gehören also zur Schar der Heiligen der orthodoxen Kirche. Und wir dachten, in unserem Kloster, da sie sozusagen eine große Beziehung, alle diese zu Österreich haben, ich nenne hier Städte, die mit ihnen in Verbindung stehen, Raab, heute Győr in Ungarn, Graz, Kufstein, aber auch Wien und den damaligen Habsburger Lande, besonders Siebenbürgen und Hermannsstadt. In diesen Orten lebten sie oder waren sie gefangen oder verhandelten sie oder starben sie. Daher haben sie eben einen historischen starken Bezug zu diesem Land. Und wie gesagt, die von Kufstein zum Teil, deren Reliquien müssen auch dort irgendwo ruhen. War es und ist es für unser Kloster ein Anliegen, dass wir diese Heilige ehren, denn gerade die örtlichen Heiligen, die sozusagen mit der Geschichte eines Landes oder geografisch mit einem Land zu tun haben, gilt es zu ehren. Denn die Väter sagen uns bereits, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und so dachten wir uns, dass ein sehr schöner Tag als Festtag der 26. Oktober ist. Es ist der Staatsfeiertag Österreichs, zugleich, wie eingangs erwähnt, der Festtag des heiligen Demetrius, selbst ein Märtyrer in jungen Jahren hingerichtet. Und daher denke ich, die alten Märtyrer und die neuen Märtyrer, sie lebten und starben im gleichen Geiste. Und es ist für Österreich ein schönes Zeichen der Hoffnung, dass wir hier auch orthodoxe Heilige besitzen, die zwar damals durch Hand und Gebot und Auftrag österreichischer Machthaber und österreichischer Verwaltung und Miliz getötet wurden, aber desto weniger sind sie eben nicht auch gleichsam
Opfer, sondern sie sind Samen, sie sind Helden des Glaubens, auch hier in Österreich, und daher eher ein Tag des Triumphes als ein Tag der Anklage. Denn für uns orthodoxen Christen, wir wissen, es ist alles zu verzeihen und wir wollen alles verzeihen. Also wie eingangs erwähnt, geht es nicht darum, irgendwelche Schuld zuzuweisen, sondern diesen Heiligen, diesen Helden unseres Glaubens heute der Welt vor Augen zu stellen. Denn wenn wir hinter das Anliegen all dieser Märtyrer schauen, war es einfach nur ihr Kampf um Freiheit für den Glauben, der unterdrückt wurde. Und gerade auch das findet heute in vielen Ländern dieser Welt statt, dass der christliche Glaube oder überhaupt der Glaube unterdrückt wird und dass jeder Mensch die Freiheit hat, seinen Glauben zu leben. Dafür starben diese Heiligen, für die Freiheit ihres Glaubens, für die Freiheit der Orthodoxie, jener Kirche, der wir hier in diesem Kloster eben angehören. Daher ist es mein Wunsch, dass sowohl der heilige Demetrius als all diese neuen Märtyrer uns nicht nur ein leuchtendes und glänzendes Beispiel christliches Lebens sind, sondern dass sie auch heute und jetzt und hier für uns, für ganz Österreich, für Ungarn, für alle Welt beten, damit wir in einem freien Land frei unseren Glauben leben können. Ich möchte schließen mit den Worten des heiligen Maxim: Es lebe die Orthodoxie, es lebe die Freiheit. Amen.